Ich möchte weiter darüber sprechen mit Generalleutnant AD Roland Carter bei mir. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Da verwirrt's machen. Das große Ziel ist es, die Ukraine weiter zu unterstützen. Da ist man sich erstmal einig in der EU. Aber die Ukraine sagt auch, das muss jetzt schnell gehen. Wie viel Vertrauen haben Sie da? Das ist der, man weiß ja schon gar nicht mehr, wie vielte Gipfel, bei dem man mit dieser Devise reingeht. Ja, ich bin von Haus aus ja ein grenzenloser Optimist, aber hier komme ich an Grenzen. Also ich glaube, die Dringlichkeit ist mittlerweile jedem klar. Der Gipfel in Brüssel macht das ganz deutlich. Jeder weiß, es ist die Stunde Null. Ukraine steht militärisch mit dem Rücken an der Wand, verteidigt auf der gesamten Breite der Front. Und sie verteidigen deshalb hartnäckig, weil ihnen die Munition ausgeht. Zum Glück muss man sagen, dass der neue Generalstabschef Sirski offensichtlich ein etwas besseres taktisches Verständnis hat als sein Vorgänger, weil es ihm gelungen ist, durch eine uralte Clausewitzsche Regel, nämlich das Lösen aus der Front, die nicht so betroffen ist, und mit diesen Kräften das, die Truppe dort zu verstärken, wo erforderlich, doch zumindest zu erreichen, dass die Front im Augenblick hält. Es geht also nicht so richtig vorwärts. Aber das Munitionsproblem ist offenkundig und das ist vielseitig. Es geht natürlich um Artilleriemunition, es geht um Flugabwehr, aber es geht natürlich auch um weitreichende Waffen, Artillerie und andere, über die wir in den letzten Tagen ja sehr viel gesprochen haben. Insofern kommt es jetzt wirklich auf die Zeit an. Deswegen auch das Angebot, zunächst mal diese wirklich minimale Größenordnung von 10.000 Schuss aus Bundeswehrverbänden sofort in die Ukraine zu schaffen. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber das, ich sage mal, das hilft die nächsten 3-4 Tage, wie in dem Bericht deutlich wurde. Und dann wird es wirklich Zeit. Und da habe ich so meine Sorgen, ob wir wirklich in der Lage sind, so schnell ausreichend Munition zu beschaffen, damit es nicht zu weiteren Ein- und vielleicht sogar zu Durchbrüchen von Seiten der Russen kommt.